Boah, ich weiß nicht, ich habe meiner Nichte einmal mit diesem Wii-Controller so in die Fresse damit auf den gehauen. Aus Versehen. Ja, das war aus Versehen. Meine Nichte, also, so ein vierjähriges Mädchen. Bam! Nee, ich glaube, die war da 8. Und das, weil sie dich irgendwie beim Gehirnjogging besiegt hat. Ja, ihr dürft wieder alle vor raus haben, wow. Ich dachte, wieder in der Kiste. Ciao, sagst du, wollte ich jetzt Tokyo-Drift machen? Ich hab ganz kurz jetzt überlegt. Kommt der wieder mit seinem Regenbogenreifen vor allem. Ich hab Urlaubs. Ja, was habt ihr alle gegen diesen Qualm, ey? Ich hab ihn ja selber, ja, aber halt nicht hier auf der Akara. Ich hab schon. Der hat auch wieder das gelbe Nitro drauf. Oh, schon langweilig tatsächlich. Grün. Das passt ja mal gar nicht zu Blau. Ich hab mal französisch hier was drauf gemacht. Das passt sowas von. Ist mir egal, ich hab's einfach irgendwann mal gekauft mit Nitro. Oh. Ey, es ist immer an der gleichen Stelle, kriegt das Auto. Schau, Niklas. Ey, das ist jetzt die dritte Runde und dann dritte Runde kriegt das gleiche Auto. Oh. Würde ich mal irgendwann anders fahren. Geht ja nicht, ihr seid zu fett. Ich bin einfach komplett oben lang. Oh mein Gott, ich. Also, wir könnten ja auch jetzt respawnen. Ach so. Ja, cool. Wir könnten. Ey, das war so frech. Dieser Yannick, Alter, wegen ihm, er hat mich einfach da reingedrückt. Also ich wäre jetzt schon dafür, dass du das jetzt machst, Basti. Ich nicht. Respawn. Oh. Eine Runde pro Auto. Oh. Ja, komm. Das war keine Runde, das war ein Krüppel. Ey, och man. Ey, der driftet wirklich echt. Ey, mein, ich merke gerade, mein Musik ist aufgehört. So. Boah, du hast mich einfach fast am Checkpoint vorbeigeballert. Ja. Yeah. Aber nur fast. Oh ne, jetzt kann ich mit 110 da hochdruck auch noch nur. Gerechtigkeit. Oh, es macht kein Auto hier an der Kurve. Ist das hier, das bei mir schon. Oh. Oh Mann. Was ist denn da passiert? Ah, ich bin gegen den Baum gefahren. Achso, ja, ist gut. Bevor ich den Berg hochfahre. Ja, Auto. Alter, da muss ich jetzt dran. Yibi! Auto! Oh, ich wollte Wallriden und das haut mich dann aus der Leitplanke. Ich hab so viel Pech gehabt in New York. Was? 20 Sekunden Abstand schon? Ich überlege, ob ich einfach nach der Runde aufhöre, hiermit zu fahren. Das macht mir gar keinen Spaß. Okay, ich bin gerade die Kurve mit 300 gefahren. Oh, nicht schlecht. Ja, 290 war ich. Oh Mann, ich hab das Auto quergelegt, pass auf. Ah, bei mir stand er gerade. Hey, ich war schon wieder auf der Karte. Der hat's noch nie im Leben 20 Sekunden. Zopp. Oh, Alter. Oh nein, direkt hinter Mika durch die Bäume. Wenn du verkackst. Ich bin recht. Boah! Alter! Bei mir bist du voll gegen ein Auto, in das ich sonst reingefahren wäre, aber du hast das Auto aus dem Weg geballert. Und jetzt bist du in das Auto gefahren, wo ich Glück hatte. Das war's. Oh Mann. Ja, komm, Kontrolle. Ja, komm. Nein! Ich bin zu früh nach innen gefahren. Ich hab den Baum erwischt. Bus! Ah, ich merk schon, ich will eigentlich Magma fahren, kein normalen Niveau. Na, nächste Runde dann, ne? Yui, hab ich nicht. Ja, wo bist du reingefahren? Bei mir ist hier kein Auto. Ja, gegen die Landbank, ey. Ach so. Das Auto lenkt komisch, ich weiß nicht. Ja, irgendwie habe ich gerade aber auch meine Probleme. Ja. Ja, ist er. Ja, sehr geil. Wir müssen die Federn zu weich. Ich tu mal vor, ich will diese Abkürzung mal fahren, die du mal fährst. Ich krieg die nie hin. Ist eigentlich nicht so schwierig. Ich fährst einfach hier nach den Bäumen und dann. Ja, ich bin direkt in den Baum gefahren. Naja, Maschine. Und dann mit 300 wieder auf der Straße und weiter. Die ist eigentlich nicht so kompliziert. Moin. Moin, Meister. Lol, German schon wieder da? Scheiße. Nein, oh, ja, jetzt. Ja, tatsächlich auch ein Unfall geworden, das zählt nicht. Ja, du bist trotzdem fast auch bei mir und ich hab gerade auch ein Auto gerammt, also. Ja, es sind zwar 6 Sekunden. 7 bei mir. Stand gerade 7. Ich stand nur 6. Auch gut.
so eine verschiedene Zeit steht. Ich stehe jemals in 20 Sekunden. Ja. Und einfach auf einem Auto gelandet. Ja, komm. Rutsche, Mann, der was war richtig. Er hat dir das Auto aus dem Weg geräumt, würde ich wetten. Ja. Sehr lieb von dir, German. Deine gemeinnützige Arbeit ist immer wieder direkt beeindruckend. Am Scheitelpunkt, nicht Scheitelpunkt, wer ist denn? Ach, Scheitelpunkt? Nee. Wer ist denn das? Am höchsten Punkt. An der Kuppe. Ja, so kann man es auch nennen. Oh. Moin Akbar, alles fit? Ja, mir geht's gut und selber. Was hast du, einen Unfall gebaut oder? Eigentlich nicht. Warum bist du immer noch so nah? Hä? Ist eine Gedächtnislücke? Mika, wie bist du so nah rangekommen? Hä? Keine Ahnung. Ich bin eben volle Karacho in Dings. Auf die Wiese eben. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Scheiße, ich habe zu wenig Nitro und bin schon hier lang gefahren. Und Baum. Ja, ich bin auch total nah. Ich hab's vercheckt. Ich hab das. Ich hab's richtig versaut. Ich hab vercheckt, dass ich da das Nitro brauche. Und weil ich dann gerade runtergeguckt habe, hab ich wieder einen Baum erwischt. Ey, die Abkürzung hier habe ich, glaube ich, noch nie verkackt und jetzt direkt zweimal in drei Rennen. Doch, ja. Aber was eben viel weiter weg bei mir. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ihr da so schnell ran seid. Also da hattest ja 5 Sekunden Vorsprung eben. Ja, und dann wart ihr direkt da. Ich bin ja in diesen 5 Sekunden ja dann noch gegen ein Auto gefahren und bin noch fast komplett durchstehen geblieben. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das echt diese Feldabkürzung, vielleicht muss ich aufhören, die zu nehmen. Ich meine, ich weiß, dass die praktisch nichts mehr bringt, aber dass die schadet, wäre mir neu. Seltsam. Äußerst seltsam. Wow. Boah, direkt ein Auto hier, Alter. Boah, ist das unfair, Alter, der Winkel. Ah, jetzt könnt ihr diesen Sprung nicht nehmen wegen dem Auto. Öder. Ich muss schon auf Krampf noch die Kurve nehmen. Oder? Ja, leck mich doch, Alter. Ah, ja. Oh, Controller leer. Oh nein. Du suchst doch nur einen Grund, wieder nicht mehr mitzufahren. Nein. Es ist Controller. Digga, mein Controller ist auch Jesus, Digga. Der hat schon in der letzten Runde am Anfang schon angezeigt, dass er leer ist. Er läuft immer noch. 2 Controller, feste Ladestation und dann tauschen, sobald er das erste Mal anzeigt. Wäre jetzt so die Lösung. Wenn du dir ein Ladegerät hängst, ja. Ja gut, ich hänge hier aber halt nicht am Kabel. Ja, es kommt darauf an, wenn du den halt USB hast, lädt halt nicht so schnell, als wenn du ihn halt direkt in die Steckdose steckst. Naja, klar. Was ich halt in dem Fall immer mache. Ey, jetzt habe ich wieder weniger, also für die Schienenabkürzung nicht volles Nitro. Ey, fahr grad so scheiße. Mika, bist du ohne die Schienen gefahren? Ja. Ich hab nie aufgepasst. Was ist da los? Ich hab der T-Bock. Ganz klar, du musst dringend zum Arzt. Hallo, Digga, ich weiß bei allen 3 Fahrzeugen, die wir jetzt ausgewählt haben, immer im Menü, wenn ihr in die Einladung geschickt habt. Was sagt uns das? Du bist zu viel im Menü. Ja. Wahrscheinlich fäppst du immer auf deine Statistik oder so. Ah, ja. Ich könnte es mir vorstellen. Ah, ja. Du hast das Spiel studiert. Ist ja nicht die aktuelle, ist ja langweilig. Ja, das stimmt. Dass sie das irgendwie jetzt so unnötig gemacht haben, ne? Dann ist die Statistik wieder da und die ganze Zeit, wo sie weg war, wird nicht mitgerechnet. Die verstehe ich nicht, vor allem wie sowas passieren kann. Das ist ja einfach nur die Anzeige, die nicht funktioniert hat. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, dass die da einfach die letzten gespeicherten Daten aber noch aufgespielt haben. Ja, weil komischerweise vor dem Patch mit dem, also wo das entfernt wurde, war mein Chiron bei 22.000 Kilometern oder so. Wow. Mika! Als das wieder eingefügt war, waren nur noch 8.000. Ich bin einfach irgendwo eine Wand gefahren. Ich weiß nicht wo. Einfach gegen die Wand gefahren.
Ja, und ich bin gegen dich gefahren, als du gespawnt bist. Ah, tschüss, Limüsli, ne? Ich bin dann weg. Zieh durch. So weit bist du jetzt auch noch nicht weg. Naja, da wird ich gerade eben bei euch mal direkt. Na gut, Mika musste respawnen und ich bin in Mika gefahren, als er gespawnt ist. Das ist schon egal. Da ist ja klar, dass du uns dann überholst. Und ja, ich weiß, dass du deine Abkürzung genommen hast. Ja, das war ja auch die Abkürzung gezogen. Oh, Mika, ey, ich fahr dir hinterher und auch noch fast in denselben Scheiß. Oh, Mika. Ey! Schubst doch nicht so. Alter. Och nee, jetzt habe ich so eine Mini-Fliege bei mir im Zimmer. Ach, du auch? Ich hab auch eine Fliege. Wobei, die ist so klein, die merkt man gar nicht. Die ist eben so von mir so, gesungen. Hey, eine Frage an Chat. Will irgendjemand nach mir hier in New York fahren? Ich fahr doch eine raus. Ey, das macht gar keinen Spaß, Alter. Hoppla. Ey, immer die ganze in dieser Kreuzung. Grinder Vilex, was geht ab? Rechts vor links. Er fährt trotzdem einfach. Hä, hey, welche Kreuzung? Ach, es gibt viele Kreuzungen. Und da denkt sich so einfach einer, nee, ich will nicht kurz da stehen bleiben, ich zieh durch. Ach, da war ein Stein. Ja. Oh ja. Ich mag da wieder mal Saxophon-Typen, ne? Nein. Oh Mann. Mach es nach dem Rennen. Jetzt, wenn ich gleich auf der Party gehe, ich will ihn hören. Den Saxophon ist viel. Ja, nach dem Rennen. Hörst du so ein Diet, dann war es wieder. Wow. Gleichzeitig gespawnt, ja. Ich muss das mal wieder durchsippen, ja. Mal komplett durchschauen. Irgendwann mal wieder. Hast du einen Fehler gemacht, German, oder? So zwei. Sind dann auch in Stein gerammt. Ah, oh, Rylex, alles gut soweit und selber? Ich wollte gerade sagen, weil du gehörst ja eigentlich zu den Verfechtern, die sagen, die Abkürzung bringt nichts. Ich habe auch ein Video jetzt von einem gesehen auf Englisch, der die Abkürzung erklärt hat. Der meinte, diese Abkürzung, ja, so 30, 40 Sekunden spart man damit. Ich war so. Ah, ja, Digga. Nicht so ganz. Ja, 30 so, vielleicht 5, würde ich sagen. Maximal, ja, aber. Wahrscheinlich ist aber den Nitro-Arsch. Ne, Niklas. Aha. Vor allen Dingen, ja, aber vor allen Dingen, der ist hier auch anders gefahren. Der ist quasi, wo man da unter dem Highway ankommt, ist der rechts gefahren, quasi in die andere Richtung und da oben auf den Highway drauf. Das war einfach. Ah, jetzt, klar, jetzt, also natürlich, damit löst es was aus. Ist aber immer ein Tort. Dadurch ist es natürlich noch schneller, wenn du auch noch entgegen der Fahrtrichtung fährst. Um wieder auf die Straße zu kommen. Daher echt, okay, 30, 40 Sekunden. Ach, ich hab mir Millisekunden. Ich würde behaupten, nein. Vielleicht sind 0,3, 0,47. Ne, ist wieder 0 verrutscht. Ich hätte eigentlich vor der 403 sein sollen. Jetzt hinter. Nein. Ich komme wieder genau, ey, auf den Baum an. Ich hab dir meine Wupe noch gar nicht gezeigt. Jetzt wird's aber höchste 13, naja. Aber die Chance wirst du schon noch kriegen. Ja, kann aber auch mich wieder so gut gekauft haben. Nein! Dein Ernst. Aber das ist ganz cool, wenn jemand einen Unfall baut, du bist direkt hinter ihm. Wow. Wow! Ey, ich komm nicht mehr hier raus! Ich hab das überhaupt nicht gehört, was auch immer du da gemacht hast. Na, frech sowas. PS4 spiele ich. Ich antworte einfach immer auf Deutsch, wenn er auf Englisch eine Frage stellt. Scheiß drauf. Deutsche Antwort. Deutsch. Ja genau, deutscher Stream, deutsche Antwort. Stream ist auf Deutsch gestellt. Ich muss nicht auf Englisch antworten. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute aus anderen Ländern zugucken, aber ich habe keine Lust, immer Englisch zu reden. Wenn ich es wollen würde, könnte ich ja auch den Stream auf Englisch stellen.
Alter. Blöd gelaufen. Also, den Fall ist ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich ihn noch nie sogar, glaube ich. Ja, Alter, der Divo. Ich rutsch da wieder komplett rum. Jetzt, ich krieg den nicht mehr unter Kontrolle hier. Spielst du RL? Was zur Hölle meinst du mit RL? Real Life? Ja, das spiele ich auch manchmal. Rocket League? Eher weniger. Ah, okay, jetzt ist er vom Englisch auf einmal auf, keine Ahnung, was umgeswitcht. Keine Ahnung, was, ist mir auch egal. Safe Sponge. Ja, er hat erstmal einen Timeout gezählt. Naja, das war kein Timeout, außerdem hat er Putin geschrieben, deshalb war es wahrscheinlich was Politisches, also habe ich ihn direkt gebannt. Also, ich habe mir ganz kurz geschaut, ich dachte, da steht Platin. So, kann auch sein. Ich habe nur kurz geschaut und dachte, da steht Putin. Ne, ich meine auch, da stand Putin. Putin. Hörst du eigentlich Jupe, was denn? Was soll ich hören? Ich weiß nicht, ich höre irgendein komisches Geräusch, aber ich kann es nicht zuordnen. Was soll das sein? Jubeln? Ja. Pff, musst du dich schon selber bejubeln? Hey, ich bejubel dich, wenn du einen Unfall baust. So, weil ich so eine Art, oh, super gemacht, ganz toll, großes Kino. Kannst du mal aufhören, mich hier zu bejubeln? Geh weg! German? Was? Geh Mika einholen! Ramm ihn weg oder so. Der ist zu weit vorne, jetzt hab ich keine Lust drauf. Ist doch nicht weit vorne? Gut, ich zieh durch. Der Mika ist 20 Sekunden vor uns, den kriegst du ja wohl. Ah, komm, den holen wir noch einen mit Windschatten. Komm. Aha. Harry, Rocket League würde ich jetzt nicht als ein Autospiel bezeichnen. Das ist ja so ein Fun-Spiel. Aber ehrlich gesagt, nein. Kostenlose Autospiele, also ich weiß gar nicht, ist nicht gerade bei PS Plus irgendwie sogar Payback oder so drin? Yes. Ja, dann. Nee, kommt das noch? Harry, ja, PS Plus einfügen und dann kommt in den nächsten paar Tagen was. Kommt in den nächsten Tagen Payback rein. Oh. Warum auch immer. Ja, das kostet eh nur 9 Euro oder so im Store. Das ist wirklich kein Spiel, das Spiel. Doch, können wir. Soll ich spielen. Crazy. Nope. JQ. Das lohnt sich heute nicht mehr. Ey! Ein Wunder, dass du überhaupt halt mal die Kuh gespielt hast. Ja, das war geil eben. Ich weiß nicht, ich hatte da einfach Bock drauf mal wieder. Einfach mal wieder außerplanmäßig. Ja, also ich glaube, Basti muss auch mal zum Arzt. Warum? Ja, halt mal kein Fortnite. Und keinem. Also nein, heute muss doch, ist doch wieder irgendein Cup wohl, schätze ich mal, oder? Nee, Fortnite? Ja, gibt's da einen Freitag? Kein Schimmer. Vielleicht ist da heute mal freitags irgendein Cup mit Hype Night, wie sie hieß. Keine Ahnung, ich kümmere mich ja um die Fortnite Cups nicht, ich spiele ja gar nicht. Hast du jetzt eigentlich einmal Level 220 erreicht? Nee, ich bin 202 gerade. Nein, das geht ja gar nicht. Harry, mein Auto ist ein Bugatti, das ist. Ciao. Ein Bugatti Divo. Hey, wir sind tatsächlich auf der Karte. Ja gut, wir haben ja auch gerade mit Windschatten die ganze Zeit durch Las Vegas und so geballert. Ist ja logisch, dass wir näher gekommen sind. Nein, nein. Das ist nicht normal. War ganz minimal. Ich hab's gar nicht gemerkt. Schild. Nee. Das hört sich gut an. Schade. Belastet. Hast du es kaputt gemacht oder kann man es noch versuchen? Du, ja. Naja, German hat es nochmal kaputt gemacht. Ja. German, Play, Mensch und Kinder. Ja. Nee. Schande. Maschine. Mit dieser Schildwaffe hier. Eigentlich schade. Jetzt haben wir das bis jetzt beste Auto, aber irgendwie eine der schlechtesten Runden, wa? Ja, das stimmt. Ich hab gesagt, er hätte neu starten können. Ja. Hätte ich gekonnt. Ja.
Habe ich aber gelassen. Ja, 2%, das zählt noch nicht als Runde, ja. Also der war eine Runde gemeint, also heißt es einmal jetzt Sieg. Trotzdem, das zählt. Nein, Harry, ich habe noch nie Among Us gespielt. Ich habe auch keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Also ich weiß so grob, worum es geht, aber ich... Ich habe es noch nie gespielt. Irgendwelche kleinen Männchen, die irgendein Raumschiff die ganze Zeit reparieren müssen, und einer davon ist ein Böser, der die nach und nach alle umbringt. Und die müssen rausfinden, welcher von denen das ist. Wahnsinn. Total interessant. Ja. Und jeder noch so große, kleine Streamer hält das gerade für wichtig, da wieder jedem Hype hinterher zu rennen. Genau wie das bei Fall Guys vor 3 Wochen auch noch war. Ja, und jetzt Fall Guys war ja heftig. Fall Guys war ja heftig. Ach, so ein Schmutzgame, Alter. Ja, ich will auch keiner erwarten, dass das so heftig wird. Das ist Partyspiel und es gibt Menschen, die schwitzen auf Sieger, ey. Sowas verstehe ich echt nicht. Als hättest du noch nie bei Mario Party fast deinen Controller an deinen Kumpel geworfen, der da gewonnen hat. Ja, jetzt kommen, ja, Schweigeminute, ne? An den gefallenen Controller, ich merk schon. Oder bei Wii Bowling irgendwie aus Versehen mal deinen Kollegen geschlagen, als du bowlen wolltest. Beim Tennis, oh scheiße, sorry, warte. Da immer schön genug Abstand gehalten. Ja, dann beim Bowling oder beim Partyspiele sind die schlimmsten Ausrasterspiele. Boah, ich weiß nicht, ich hab meiner Nichte einmal mit diesem Wii-Controller so in die Fresse damit gehauen. Aus Versehen. Ja, das war auch so sehen. Bring mir nicht also, so ein vierjähriges Mädchen. Bam! Nee, ich glaube, die war da 8. Und das, weil sie dich irgendwie beim Gehirnjogging besiegt hat. Nee, das war richtig. Sie wollte irgendwie auf Toilette gehen und ich hole so aus wie sie. Warum holst du aus, wenn sie auf Toilette geht? Das ist ja schon ein Fehler. Hä, ich wusste doch Tennis hier. War die Kacke da. Ich wollte mitten in eurem Tennis-Match auf Toilette gehen. Ja, richtig. Frisch. Also, sie war nicht dabei, sondern ich musste gegen einen Bot machen. Ah ja, du lässt nicht mal deine Nichte mitspielen, ich verstehe schon. Doch, hab ich. Ja, beim Boxen. Stellst du mal wirklich gegenüber. Ah, schön. Zu geil. Ah, da kommt ihr hin. Mann, also die Wii, die Dings, Wii-Spiele, Wii-Sport, waren schon lustig. Ja, also ein paar lustige Spiele gab es für die Wii schon. Also. Ja. Stimmt. Oh, da gab's aber ja da sind eine... auch manchmal Freundschaften kaputt gegangen. Naja, Mario Kart Regenbogenstärke, null. Uno? Plus 4? Ja, Uno, stimmt, Uno. Hab ich sogar. Und auch immer diese Memes aus Insta, so wie Mädchen, so, wenn sie eine 4 Plus geben, so. Ach, was, ich muss jetzt leider 4 Plus reindrücken, bei Jungs, fick dich, du Bastard. Ja. Da kriegst du endlich, was du verdienst. War das? Hast du nicht auch Uno? Für einen PC meinst du? Nee, nee. Nee, PlayStation. Nee. Wohl kann sogar sein, dass ich das für die PlayStation theoretisch habe, ich weiß gar nicht. Aber nur wenn es irgendwann mal gratis war. Als gibt's nur noch Uno. Abfahrt. Hä, Digga, müsst ihr echt mal machen, der ist zu lustig. Oder kann lustig werden. Generell ist ja auch so, ist ja auch wenn du so wie ein Partyspieler eigentlich. Genau. Nein! Ciao! Ich hab dich berührt und bin dann so leicht nach rechts weggeknickt. Oh Mann. Ja, das glaube ich allerdings auch, Harry. So, morgen hast du nur einen kurzen Hype abkriegt. Wenn das einen langen Hype abkriegt, fress ich einen Besen. Das wäre echt traurig. Aber würde leider dem Durchschnitts-IQ der Menschheit, glaube ich, mittlerweile entsprechen. Nein, ich flieg voll in den Wald hinter der Straße. Alter Junge, Basti, oh. Bist du auch mit so einem Karacho durch? Schwein gehabt. Wir müssen zusammen manchmal voll seltsam. Mal habe ich so einen Moment, da drücke ich einmal kurz die Tour, ich schaffe den Sprung ohne Probleme. Und mal muss ich komplett durchdrücken, damit ich es schaffe. Der hätte auch so ohne Probleme geschafft, den Sprung ohne Nitro. Ja. Der ist mit 2,20 oder so oben abgesprungen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da diesmal so schnell durch bin oben. Im Felsen, das schaffe ich selten. Ich habe das sogar beim Chiron mal geschafft, ohne Nitro einfach. Keine Ahnung, was das sein soll, Harry. Seltsam. 1, 2, Switch. 1, 2, alles klar. Also Switch ist eine Konsole. Aber 1, 2?
Ich warte immer noch auf meine Maut. Wo ist das Messer? Ja. Keine Ahnung. Was? Alles klar. Hat er das Messer nicht mehr als Emote? Also er hat es schon, aber halt, du musst 10.000 Bits spenden. Achso, das ist jetzt ein teureres Emote. Das. Ja. Vorher war es ein Sub-Emote und jetzt ist es halt 10.000 Bits Emote. Ja. Richtig frech. Ich finde es halt total scheiße. Ich kann nur noch dann neue Bits kriegen, neue Emotes, wenn ich Partner werde. Oder halt für die Bits, aber das lohnt sich halt nicht jetzt. Also ich meine, bis 10.000 habe ich schon. Und bis mal jemand mehr Bits spendet, wird halt dauern, ne? Boah, der Knossi-Rekord ist heftig, da wo es gibt. Und was war das? Auf einen Schlag 50.000 Bits? 555.000 Bits auf einmal. Alter. Der muss da jetzt ein YouTube-Video dazu. Wie viel sind das? 50.000 Euro? 550, ne, es sind 5.500 Euro knapp. Dollar, 5.500 Dollar. Du kannst maximal 250 maximal spenden auf einmal. Und das hat eben zweimal gemacht, dann nochmal 5.000. Alter. Ah, ist schon jetzt sehr krank. Da gibt's ein YouTube-Video dazu, kannst du ja mal angucken später. Kannst du ja mal reacten drauf. Ich soll reacten, wer reacted hat auf seine Bits? Ja, richtig. Ja, nee, aber das ist jetzt in dem Sinne, ob du... Alter, nein. Lachen-Effekt. Ich würde ja... Ey, wie der ausgerastet ist, ja normal. Das sind halt wirklich... Klar, gut, bei der Summe würde ich auch was sagen. Das sind halt wirklich ungefähr 7.000 Euro, die der Typ dahin geblättert hat. Ja. Um die zu kaufen, ja. Wahnsinn, oder? Das ist schon... 7.000 bis 8.000. Das war ja sogar Weltrekord, ne? Aha. Überweltrekord. Meist gespendeten Bits in einem einzigen Stream. Dank. Schön sein Hartz-IV-Geld gespart. Achso, jetzt sparen wir mal wieder so 2 Jahre lang. Können wir einen Dammer machen? Oh Mann. Das ist schon nice, machen, Alter, so viel Geld. Über 500.000 Bits auf einen Schlag, Digga. Muss ich überlegen. Ich hab gedacht, du hättest eine Bits-Bombe gemacht, Alter. Immer so 1000 Bits nacheinander. 1000, nochmal 1000, 1000, 1000. Immer weiter, Digga, stell dir mal vor. Immer wärst du gegangen, 10.000er Schritte. Ja. Oh Mann. Oh. Na wobei, aber ich glaube, wenn du das auf einen Schlag machst, ist die Reaktion halt deutlich heftiger, als wenn du das nach und nach machst. Ja, auf jeden Fall. Zwar in einem Stream, wenn du jetzt 5-mal 10.000 Bits machst, ja, ist die Reaktion halt noch lange nicht so heftig, als wenn du auf einmal direkt 50.000 Bits setzt. Ja, das stimmt. Obwohl es im Endeffekt dieselbe Summe ist. Ja. Alter, die Zeit ist die schlechteste bis jetzt. Bei weitem. Ja. So. Jetzt war die schlechteste Zeit. Okay, fährt einfach rein. Gut. Ist ja scheißegal im Endeffekt, meine Zeit wird man ja sehen. Ich bin ja da. Ja, weil das ist okay. Play Store. Miep, miep. Ja, mittlerweile, Ari, kannst du Handyspiele sowieso vergessen. Handyspiele sind nur noch Schrott. Ja, das Schlimme ist, was ich immer hasse, wenn du in den Alter. Werbungen für die Spiele was hast, was aber im Spiel nicht mal annähernd ist. Ja. Ja. So, 27:22. Oh Gott. Oh ja. Ich hab... Achso. Das hätte besser klappen sollen. Müssen. Ja. Ah, schnell und try machen. Nö.